Heute, was geht ab, Leute? Hier? Wir haben alle endlich, wir haben hier die Maschine von Chong, hat er endlich mitgebracht, endlich alle Popcorn, die ich da hatte, getestet. Wie die geschmeckt haben, seht ihr jetzt. Habe ich gesehen bei Chris Rob, dann habe ich das online gesucht und sogar noch mehr Sorten gekauft. Und wir hatten eine Sorte, die hatte Chris Rob nicht und das war sogar unser Favorit. Ja. Ist jetzt besser. Soll ich einfüllen oder willst du weitermachen? Maschine. Das ist ja auch euer Ausprobieren. Hier. Ist noch eins, das? Ja, das gehört jetzt mir. Ja, schmeckt viel besser. Andere, ja, jetzt ist gut. Da haben wir dabei Zucker von dran. Nee, Spaß nimmt's, mir nicht Spaß. Heute gibt's endlich Popcorn, Leute. War ich schon lange drauf gewartet? Ja, Mann. Er hat schon gemeckert. Ja, Ablaufdatum. Idee geklaut von Christopher Rupp, aber ich habe noch mehr bestellt als er. Noch mehr Sorten, noch krasser. Boah, die schmecken echt geil. Frische Popcorn sind echt was Besonderes. So, Ladies and Gentlemen, was geht ab? Heute sind wir wieder da mit einem neuen Test. Wir testen heute von was? Von Rob's oder was? Nein, nein, alle Popcorn. Also. Alle Popcorn-Sorten, die es gibt. Wir haben unsere selber Popcorn schon gemacht. Süß, schmeckt mir am besten. So, fangen wir an, was haben wir? Cheddar Cheese Popcorn. What the fuck? Hört sich vielversprechend an. Riecht schon krass. Riecht krass, warte, das ist nicht gut. Viel schlechter als selbstgemachte Popcorn. Ich fühle viel schlechter. Ja, wenn die so lange alt werden lässt. Die sind ja voll weich schon. Mir nein. Echt jetzt? So schlecht? Ja, ist noch nicht mehr frisch. Warte, so Lecher. Das ist okay, aber Geschmack kommt mir gar nicht. Mir auch klar. Alter! Na, eklig. Ja, weil es Cheddar Cheese ist und nicht einfach nur Cheese. Popcorn schmeckt es echt nicht mal. Cheddar Burger ist krass. Ja. So, das klingt auch geil. Okay, echt schlecht. Irish Dream. Ich mach die zum Schluss. Honig Chili. Oh, das ist so. Das ist ziemlich schlecht. Sagt jeder davor, ob er denkt, das geil ist oder nicht geil. Ich glaube, die sind geil. Okay. Ich denke, die sind scheiße. Was sagst du? Ich denke, die sind geil. Ich glaube auch. Oh mein Gott, meine Nase brennt. Nee. Chili-Geschmack, finde ich. Ich finde, der hat was. Auf Honig, ja, aber auf Chili dann. Mhm. Ja. Mhm. Eigentlich schmecke ich nur Honig. Ja. Und aber die Nase brennt ein bisschen. Nachgeschmack kommt doch Chili raus. Mann. Ich spüre sowas rauchig. So in die, gell? Oh, Alter, ey, komm. Also ich fand ihn besser als Cheddar Cheese. Safe. Ja, Chili kommt erst nach Geschmack. Besser als aber der. Trotzdem, interessanter Versuch. Jetzt schmeckt Chili raus. Besser als das Käsezeug, ja. Gute Konsistenz. Italien Pizza Popcorn. Konserviert. Zucker konserviert. Pizza, ja. Pizza, Italia Popcorn, Italia Popcorn. Doch, die sind geil. Italien Popcorn, was meint ihr? Nur mit was ist da drin? Italien Pizza. Basilikum. Pizza Geschmack. Pizza Geschmack. Riech ihn mal. Wow, krass. Bäh. Okay, nee. Echt jetzt? Bäh, Alter. Lava. Sorry, shit. Bäh, Alter. Wie kann man das so was produzieren, Mann? Bäh, die geschmeckt ja Plastik, Mann. Alter. Bäh, Mann. Alter, der Technik war süß. Echt enttäuschend, oh mein Gott. Alter. Bäh, das ist gleich weg, Mann. Das nehme ich nicht mehr. Oh, ich brauch die guten Popcorn jetzt. Bäh. Alter. Bäh, Mann. Echt, mit Abstand die schlechtesten. Oh mein Gott. Boah, wie kann man sowas Ekliges produzieren, Mann? Bäh, Mann. Boah. So Verpackung und so sieht eigentlich sogar geil aus. Echt, denke ich. Okay, das hört sich schon mal nicht schlecht an. Das hört sich nicht schlecht an. Sour Cream. Ich weiß, dass es geil ist, Mann. Chris Rob hatte das auf Platz 1. Oh mein Gott, was war Platz 2? Da sag ich, das war scheiße. Weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Da sag ich, das schmeckt nicht. Kann mich nur erinnern, dass das Platz 1 war. Ich wette, Konsistenz ist wieder scheiße. Nee, ich glaube, die sind gut. Aber Sour Cream. Überraschend gut. Vom Geschmack her ist nicht schlecht. Hätte mich auch gewundert, wenn Chris Rob den auf 1 zu tun. Das ist ja nicht gut. Aber Popcorn. Boah. Da merkt man wieder, frische Popcorn schmeckt echt am besten. Alter. Das, boah, ist auch so einfach, ja, zu machen. Einfach rein, zack, fertig, Zucker, bumm. Der geht, ja. Krass.
Das ist okay. Überraschend, okay. Auf jeden Fall kommt das Ganze hier. Was haben wir hier? Spicy Honey and Sesam. Meinung? Spicy Honey Sesam. Die klingen alle geil, das ist geil. Der klingt geil. Ich glaube, die sind auch gut. Spicy Honey. Aber ich glaube, der wird wieder wie Pizza. Ja, Mann, ich glaube auch keiner wie Pizza. Gleiche Firma, deswegen. Ich glaube, da wollte jemand irgendwie Italien schlecht machen und so. Ich bin gar nicht so schlecht. Ah ja. Ich bin echt nicht schlecht. Viel besser als erwartet. Alter, ich hab mich echt voll gefreut hier. Aber auch nicht so geil, aber besser als erwartet. Nee, schmeckt komisch. Welche die hier? Ja. Was ist das? Spicy Honey und Sesam. Nee, das schmeckt. Ich finde die gut. Echt? Ich finde die Platz 1. Also ich finde die besser als so. Ja, so. Ich auch. Die haben auch noch die gute Konsistenz. Die haben noch dieses Sesamgeschmack, das ist schon geil. Nein, ich finde die gut. Ich finde, der Sesam schmeckt da nicht so krass. Ich finde schon. Nachgeschmack ist Sesam. Taugt euch das Würzige hier? Nein, das taugt mir nicht so, aber das Sesam ist schon geil. Gute Konsistenz, aber hier Geschmack passt nicht ganz. Okay, meine Freunde, Zitrone. Standard. Obwohl es eigentlich kein Standard ist, Zitrone ist. Also, den Popcorn haben wir noch nie gehört. Echt, der hat diese Chong seine echt die besten, Mann. Ich schwöre ohne Scheiß. Ja. So, schauen wir mal. Zitrone. Ja, nicht zu stark mit Zitrone. Also, Zitrone ist geil. Und Zitrone ist gut. Boah. Gutes Zitrone. Aroma, ja. Hammer. Schmeckt Hammer. Wie. Trocken. Kennt ihr diese Goodies in dieser Box, in dieser Dose? Mhm. So schmeckt es. Ja, geil. Okay, das hat was, ja? Ich bin echt geil. Nicht schlecht. Platz 1 für mich. Das hat was. Auch im Nachgeschmack sehr gut. Very nice. Das schmeckt doch original nach Capri-Eis. Ja. Nein. Bisschen schon, ja? Doch, ein bisschen, ja. Oh mein Gott, original Capri. Oh, Capri ist ja eigentlich orange. Das ist für mich Nummer 1, ja. Das ist gut. Das ist eins bisher. Ja. Die sind echt auf deinem, tatsächlich. Was haben wir denn noch als nächstes? Wow, auf Dauer schon. Oh mein Gott. Das ist was für mich, Leute. Zartbitter. Minze. Minze. Oh, ja, After Eight-mäßig. Super, hey, ich hab den After Eight gekotzt. Ich sag jetzt schon, Platz 1. Sagt, der wird richtig eklig. Oh mein Gott, riecht schon zu krass. Ich hab Trüffel gegessen, dann mit After Eight runter, bam. Komplett drauf. Eingeil. So künstlich. Nee, schmeckt okay. Alter. Schmeckt gut. Das Öl wäre fast. Ja, mach mal zu mir. Ah, das ist Nummer 1 dazu. Das ist doch echt keine 1, Leute. Doch, Mann. Ist okay. Ja, geil, Mann. Zitrone und so. Schön knusprig. Ja, Mann. Schön minzig. Süß. 1. Muss ich kotzen, oder was? Nee. Ananas. Ananas. Ananas, die Kim, Alter. Ich hab das Parfum der Woche vergessen. Alter, Scheiße. Pineapple Pan. Pineapple Pop. Ich glaub, die werden auf der 1 hier sein. Süß, aber auf Ananas. Schmeckt aber nicht schlecht. Alter, gib mal noch bitte meinen Popcornbecher, dann ist alles. Schmeckt ja auch nicht Popcornbecher. Überraschend gut. Ich glaube, die sind auf der 1. Überraschend gut. Ja, wieder. Mhm. Was ist das? Was ist das? Ananas. Ah, überraschend gut, aber ich mein's, aber. Zu fruchtig, Mann. Alter. Das passt nicht zu Pop, das. Oh mein Gott, schmeckt doch noch. Endgeil! Ich mein's überraschend gut. Mmh. Überraschend gut, Leute. Man isst so Ananas, auf einmal kommt so Batsch. Kennst du das? Mhm. Aber ich finde das nur zum Probieren, nicht so zum Ganzessen. Boah. Also wer Ananas feiert, mega. Klingt schon richtig saftig. Leute, Peanut Butter, Karamell. Boah. Erdnussbutter. Du legst Ananas und auf Karamell. Und Karamell. Also es klingt schon mal richtig geil. Hier ist ein Peanut, kannst du kaputt machen. Oh mein Gott, zu viel, warte, zu viel. Auch überraschend gut. Ne? Mhm. Oh ja. Auch überraschend gut. Der ist echt, der kann was. Das ist so, wie als würde ich so knusprige Erdnuss essen. Der ist Platz 1 für mich jetzt.
Ja, der hat gerade alles gefickt. Okay, krass, ja. Mhm. Es passt halt auch irgendwie, gell? Ich finde ja, krass. Das ist echt das Beste, dass du noch so knusprig und dann denkst du auch, dass so Erdnuss noch drin. Also das ist schön intensiv Erdnuss, nicht ja, so dieses billige bisschen Erdnuss. Kommt schon echt heftig. Dieses Weiche, sondern. Mhm. Red and Blue Energy Popcorn. Ich glaube, der wird richtig eklig. Also ich habe keine Ahnung, was das Energy. Energy Drink. Energy Drink. Aber Blue und Rot. So Red Bull mäßig wahrscheinlich. Red Blue. Oh Gott. Red Bull Energy. Oh mein Gott, Energy. Ich glaube, der kommt auf den vorletzten Platz. Ich glaube, das ist letzter Platz, Alter. Nee, ja. Nein, nichts kann scheitern. Es ist nichts. Das klingt als Pizza, ne? Das ist so. Pizza war schon alles. Andere Liga. Scheiße. Okay, die Verpackung von Geld. Die entweder halt auch. So, ich probiere ein blaues und ein. Keine Ahnung. Rotes? Rotes. Gib Milos zuerst. Echt geil. Hast du das? Nein. Hast du? Energy Drink. Ja, überraschend. Oh, der ist geil. Hä? Nach was schmeckt's? So süß-sauer. Echt geil. Das ist echt überraschend, nicht schlecht. Aber nach was schmeckt's? Nach. Ein bisschen süß, also. Süß-sauer. Süß, Energy Drink. Echt geil. Wichser, künstliche Geschmäcker können sie endgut, oder was? Ja, und? Also, es schmeckt nicht scheiße. Ich hätte es viel Schlimmeres erwartet. Mhm. Die erinnern voll an diese kleinen, runden Puffreisen. Mhm. Ist okay. Er erinnert doch voll an die. Mhm. Das ist jetzt echt nicht so schlimm. Ist okay, ja. Ja, geht tatsächlich sogar eher positiv. Wie das ganz nachschaut, was ist das? Erdnuss. Oh ja. Erdnusskaramell. So, meine Freunde. Oh, schon, wenn ich sowas höre. Spicy Barbecue, Alter. Spicy Barbecue. Das ist super bestimmt, saftig. Bestimmt so wie Italien, Alter. Nein. Ich liebe Barbecue, aber. Ich glaube, der wird richtig krass. Ich glaube, es wird echt richtig krass. Was? Ah! Lava! Genau wie Italien, Alter. Genau wie Italien, Mann. Ich wusste es. Was schmeckt denn nach? Was soll Alter! Was soll das sein? Italien! Nein, ich probier den gar nicht. Spicy Barbecue. Den probier ich gar nicht. Boah! Ich wusste es. Wie kann man so schlecht sein? Boah, eklig. Wo ist der Barbecue, Mann? Gar nicht. Was ist das denn? Schmeckt nach Scheiße. Schmeckt nach Plastik. Boah, das ist einfach nur fett salzig und schmeckt nach Scheiße, Alter. Ey, darf ich probieren? Nee, den probiere ich nicht. Jeder muss. Ich darf einen Joker, darf ich doch. Ein Veto. Schmeckt nach Knoblauch und Chili raus. Probier jetzt. Ja, okay, ich muss halt gucken. Aber das kommt erst. Aber dann bei anderen, wenn ich was Ekliges esse, muss ich auch essen, dann nicht reinziehen. Der war's, oder? Ja, ja. Aber unser Knoblauch und Chili kommt erst, wenn du runterschluckst. Nachgeschmack. Ich hab sie. Ja. Ist mal ganz. Auch runter. Leichter. Eklig, oder? Und dann schmeckst du das alles. Boah, jetzt schmeck ich's. Eklig, Mann. Oh mein Gott. Ich brauch nochmal Erdnuss, Alter. Es schmeckt sowieso schon nach voll altem Brot so. Und voll salzig auch, ja? Boah, echt schlecht. Der ist echt schlecht. Boah, das ist echt eklig. Richtig schlecht, Mann. So. Alter, aber nicht so schlimm wie der Italien, oder? Okay, wir haben noch was krasses. Alter, grüner Apfel. Sieht schon richtig geil künstlich aus. Schaut mal die Farbe. Farbe ist aber geil. Es wird geil. Ja, aber Farbe ist richtig. Auch. Ich glaube auch, dass es geil wird. Und Ananas, die hat mir noch was. Das war noch was, oder? Oh, wir müssen ein Pineapple und Apples probieren. Dann haben wir Fun. Okay. Grüner Apfel. Okay. Also Konsistenz scheiße von dem Popcorn, aber Geschmack ist schon okay, wie grüner Apfel. Sauer oder süßer Apfel? Keine Ahnung, sauer Apfel, aber schmeckt wie diese Puffreis, ein bisschen. Wie Esspapier. Wie Esspapier. Apfelringe. Ja, das meine ich. Apfelringe. Eins haben wir noch, Ladies and Gentlemen, seid ihr bereit für... Das Beste, Nummer 1. Irish Stream. Ich glaube, der wird heftig. Der wird krass sein. Ich glaube, der wird heftig. Ich glaube, der wird krass abgehen, Mann. Der wird richtig abgehen, Mann. Richtig super softig, Alter. Boah, riechen tut er auf jeden Fall krass. Riechen tut auf jeden Fall anders krass. Okay, der riecht echt gut, Mann. Genau nach meinem Geschmack. Das ist echt gut. Wir sind ja jetzt auch Parfum-Profis, deswegen. Hey, und Geschmack auch nicht schlecht. Okay, riecht echt heftig. Geschmack echt geil, Mann. Riecht nach einem endgeilen Dessert. Alter. Schmeckt echt geil. Klaro.
Doch, ja, das ist auch einer der besten, ja. Genau, Mann. Hab doch gesagt, super soft, der Klimt. Schau, riech mal dran. Wow. Endgeil. Nice. Einer der besten, Top 3. Ja. Der ist in Top 3 dabei. Mal schauen, mal. Marcelo. Der ist echt gut. Also Top 3 mit Erdnuss, Karamell. Ja, Mann. Alles. Nummer 1, Safe Karamell, Erdnuss. Mhm. Ich muss sagen, Zitrone für mich erst Platz 1. Vollmilch-Kuvertüre. Nice. Ist doch wie, heißt deins nochmal? Was? Milch? Zartbitter. Kondensmilch. Ja. Kondensmilch ist doch Vollmilch-Kuvertüre. Hä, auf was Nummer 2. Nummer 2 würde ich den nehmen. Warte, was haben wir auf die 1 getan? Habt ihr schon 1? Ja, das Butter Karamell. Okay. Ich hab Zitrone auf das. Ja, Zitrone. Den würde ich auf Platz 2 tun. Den. Was ist das? Ich finde das auch Platz 2. Whisky, so. Irish Stream. Irish Stream. Irish Stream. Irish Stream, ja, Platz 2 Irish Stream. Und Platz 3. Platz 3. Kann man nicht entscheiden zwischen Minze oder Red Bull. Minze, ja, für mich auch Minze, ja, oder. Minze oder. Ananas auch nicht schlecht. Zitrone vielleicht. Nee, nicht Chili. Irgendwas dieses. Sour Cream? Nee, nicht Sour Cream. Irgendwas, was ihr nicht gemocht habt, dieses. So, was nach Italien kam. Barbecue. Hat ihr das getaucht? Spicy Honig. Chili. Honig Chili. Spicy hat die. Oh, ich weiß nicht. Ganz ehrlich, die sind auf der 1. Ich mach die zum Schluss. Mais ist schön knusprig, frisch, perfekt. Besser geht's nicht, Leute. Das war's von uns, Leute. Und von allen Popcorn, die ich so finden konnte. Natürlich nicht alle, es gibt noch viel mehr Sorten, aber so. Das waren ein paar echt verrückte Sorten. Und eine Menge Überraschungen. Ein paar, oh mein Gott, die waren so ekelhaft. Das darf man nicht verkaufen. Und ein paar überraschende, die waren echt lecker. Also hier habe ich hier noch alle, die so super lecker sind. Der Rest wurde an einen Spieleabend von ein paar Freunden mitgebracht als Gastgeschenk. Aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Twitch. Serious Business, investiert in Bitcoin, Cashflow generieren, DeFi. Und ciao.